Ich bin so eine Pfeife. Let's play The Sims. Ich habe vergessen, die neue Folge anzusagen. Ich bin ein Vogelmann. Wir haben die Blätts einziehen lassen und ich habe gerade das Kind geweckt. Sonst ist noch nicht viel passiert, glaube ich. Und Franz war kurz ein Bild malen. Schießt mit beiden Füßen nicht mitten im Leben, sondern auch noch fest auf dem Schlauch. Das stimmt. Huch! Mutti, was machst du denn mit dem Kind? Ich hatte da Pläne. Oh, hier hängen zwei Lampen nebeneinander. Das habe ich aber mega schön gemacht. Was macht sie denn mit ihm? Setzt sie ihn jetzt vom Fernseher? Tschüss, Reiver! Mach gut, ne? Grüße! Achso, der Kurze darf hier rumtanzen. Aber der braucht dringend mal was zu essen. Hier, Frenzel braucht Essen. Chips, Cerealien, Käse, Cracker, Joghurt, Erbsen? Aha. Das ist das Essen für Kinder? Er kriegt ja ein Peanut Butter Jelly Sandwich natürlich. Ey! Hat er das jetzt gerade einfach eingesteckt? Was ist. Du musst jetzt den Kurzen auch noch holen. Du musst den einfangen. Alter Mann. Floopy. Wie? Der nascht jetzt hier einfach das vegetarische Gourmet-Essen? Der ist aber sehr selbstständig für einen Dreijährigen. Oder so. Käse Shibu. Oh, wer bist du denn? Frau Reiber ist zu Besuch. Ja, dann. Hallo, Frau Reiber. So sieht Frau Reiber aus. Oh, der Herr Reiber hat einen guten Fang gemacht. Ach, die kennen wir. Ach, die haben wir schon mal irgendwo getroffen. So, reden wir kurz über Träume. Hallo Zockersternchen. Schön, dass du hier bist. Der Kurze soll umgezogen werden. Das war's. Nee, was machen wir denn jetzt? Warum müssen wir denn dauernd das Kind durch die Gegend tragen? Das hat doch gerade schon gegessen. Das hat heimlich gegessen, Franz. Das Kind. Biest. Kann man das hier irgendwo umziehen? Nee. Im Beach Chiboya. Bago Piggy. Solo. Outfit ändern? Aber wie kann man denn. Wie kann man denn das Outfit planen von dem Zwerg? Herumlaufen, Kleider ausziehen, finde ich geil. Zieh dich mal aus. Das finden die Leute alle mega witzig. Gut, steck den Sandwich ein. Mach auf die Erde. Da hast du kurz zum ersten Mal Onkel geworden. Schön. Ich habe Frau Reiber wirklich nur getroffen. Am Schrank oder der Kommode? Okay, ja, aber macht er ja nicht, der kleine Pemmel. Lauf da mal hin. Husch. Jetzt leg den Sandwich auf die Erde. Okay. Ah, cool. Der tapst da jetzt hin. Reiber ist einverstanden damit, dass du seine Frau beglückst? What? Jetzt können wir dem Kind endlich. Ah, der kann auch die Alien-Maske tragen. Obwohl, er ist ja ein hübsches Kind im Gegensatz zu Fritz. nein! So, jetzt müssen wir erstmal ein cooles Outfit verpassen. Nachtwäsche, was gibt's denn da noch? Yep, da sind wir wieder, wer. Dankeschön. Das hatte der kleine Fritz auch schon an und es war wunderschön. So, sehr gut. Haben wir. Party-Outfit. Kleiner Smoking. Perfekt. Schuhe. Oh, die sind natürlich alle mega hässlich. Ja, und da können wir doch irgendwas anziehen, oder nicht? Hier, die sind cool. Die Socken sind natürlich unausstehlich. Andere Socken. Ich möchte andere Socken haben. Hä? Was ist jetzt passiert? Wie habe ich das denn gemacht? Ach, Socken sind hier bei den Akiskoris dabei. Häschensocken!
Gelb Ringelsocken, perfekt. Ah, oh, das ist super. Das ist ein gutes Outfit. So, das ist. Was ist das? Abendkleidung? Das ist ausgekleidet. Ach so, oh. Okay. Overall ist eigentlich eine coole Sache. Kann man nicht viel falsch machen. Mit so einem Tier drauf. Ja, sehr gut. Das ist seine Ausgekleidung. Das ist seine. Moment. Das ist Ausgekleidung, das ist Abendkleidung. Standardkleidung. Geil, kriegt er so ein. Oh, keine Buchse. Und die Schuhe sind mega hässlich. Wir wollen coole Schuhe. Er denkt, lieber gar keine Schuhe. Der soll barfuß rumrennen. Nur mit den Socken. Das finde ich gut. Ein Bekleidung. Ein Rock. Die sieht chillig aus. Hauteng, ey. Ja, die Windel. Nee, das ist das. Nee, so eine rote Hose finde ich schon schön. Wenn der Frau Blatt beglückt, verglase ich Bielefeld. Du verglast Bielefeld? Ist das was Gutes? Da ist aber noch ein Lama drauf. Das ist cool. Wir müssen jetzt nur mal kurz gucken. So, das soll ja auch aussehen wie unser Sohn. Oh, oder so eine Matte. Oh, ich bin gerade ein bisschen. Oh, da war ein Pinguin! Der macht das so aus wie ich gerade. Hervorragend. Hier gibt's ein Strawpoll? Nein, nein, nein. Ich kann hier nicht Zuschauer-Reno-Frauen beglücken, ey. Perfekt, so sieht er gut aus. In einem Gebiet verglast wurde das Bekanntschaft mit Massenvernichtungswaffen gemacht. Ach so, das ist hier Atombomben-Rinos oder was? Ne, machen Atombombenglas? Okay. Ne, hatte ich auch nicht vor. Hatte ich nicht vor. Guter F. Bitte Franz, Reiber, was sagt Reiber? Alarm, Alarm. Ach, guter Franz, jetzt habe ich es verstanden. Dem Kleinen fehlt ein Bart, ja, aber da kann man ja leider auch nichts machen. Aber was zum Teufel, warum bist du denn jetzt nackt, du Wurst? Alter, was der für eine Mähne hat. Finde ich total gut. Hä? So, Mutti guckt fern. Mutti, könntest du dich vielleicht mal um das Kind kümmern? Überprüfe dich erstmal, ob du aufs Klo musst. 8 von 10 Leuten wollen Reibers Frau glücklich sehen. Das ist 17.37 Uhr. Eigentlich war ja der Plan. Wer bist du denn? Alex, das glaube ich, das ist einer unserer Söhne. Das wollte ich doch eh machen. Ich wollte alle unsere Kinder einladen. Gesellschaftliches Ereignisplan? Nee, ich will einfach die Kinder ein. Das Spielen, das ist auch mal weg. Toter Winkel hat so lange Locken. Ach, krass. Jasmine Holiday anrufen. Nein, nein, nein. Irgendwo gibt's doch. Wo war denn hier anrufen, abzuhängen? Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Genau, so. Da wäre jetzt die Frage, woher weiß. Mit wem ich verwandt bin. Gruppen. Oh, mit. Ach, Gina haben wir. Ei, mit der hatten wir auch mal was. Das sind auf jeden Fall Kinder von uns. Ich bin relativ sicher. Können ja noch mal gucken. Ja, genau. Mike Neeson hier. Also die Neesons können wir eigentlich einladen. Die Hermanns, die Hilgers. Oh Gott, ich glaube, ich kriege gar nicht alle eingeladen, ey. Und mit der Hermannsfrau haben wir auch echt einiges geplant, ne?
Können wir gucken, wer sieht denn noch jung aus? Das müsste ja dann eigentlich alles unsere Kids sein. Fabio, Michael, Kim, Kevin könnte auch unser sein. Leo ist, glaube ich, auch unser. Andy auch? Können wir mal gucken. Leo nicht, oder? Wir kennen unsere Kinder alle noch gar nicht. Okay, hör mal auf, mit der Alten zu schnacken hier. Supermarkt. Wie viele Kinder hast du von uns? 14. Oh, Soccer-Sternchen. Vielen Dank für das Follow. Shabini Jabit, Turpsistum, Shame Corbeth. Fabian ist bereits hier. Bin sehr gespannt. Also, es sind auf jeden Fall nicht alle. Entschuldigung? Das ist unsere Tochter? Was stimmt denn nicht mit ihr? Und wer hat die Kinder hinten auf der Straße geparkt? Ach, da erscheinen sie alle. Eieieiei. So, erstmal das Töchterchen umarmen. Den einen so nach dem Tag fragen, wer bist du? Nach der Karriere fragen. So. Oh, das sind... Eieiei. Die können alle noch nicht so gut laufen. Shit, der hat ja die gleichen Haare. Guten Tag. Ja, der Lama auf dem T-Shirt, ist das in Ordnung? Oh ja, stimmt. Das ist alles wieder gut. So, komm alle her, ey. Was, wieso sind alle im Bad? Oh, Lamida. Oh, Koya. Sibide. Laufen muss man denen beibringen als Eltern. Ja, da habe ich ja nichts mitzuschaffen mit denen hier. Die wohnen ja bei den Müttern. Ach, man kann. Ah, hier kann man auch deren Outfits ändern. Der Kleine stellt sein Töpfchen vor, okay. Was machst du klar? Sammelst du den letzten Zwerg ein? Oh Gott, ich weiß nicht, ob die Kinder. Ob die Kinder alle so am Pool spielen sollten. Unbeaufsichtigt. Ah, die klettern hier nur auf die Bank. Seid ihr verwandt? Fabian Hermanns und Sandy Hermanns. Ah, okay. Das sind aber unsere Kinder, oder? Hermanns. Da. Sandy Hermanns. Fabio Hilgers gibt's auch. Alex Spencer Kim. Maya Hilgers. Kann man die. Kennen wir noch gar nicht alle. Ach, guck mal hier, das sind. Ja. Also alle unsere Kinder unter einen Hut zu kriegen, ist ganz schön schwierig, weil viele kennen wir noch gar nicht. Pika, Pika! Entschuldigung? Wer sind Sie? Frau Reiber, warum sitzt sie nackt? Also, warum läuft Frau Reiber im Handtuch? Hier ist voll. Ach, die war in der Sauna bestimmt. Ja, gut. Warum hängen wir alle im Badezimmer rum? Ich würde sagen, Franz stellt sich erstmal an den Grill und macht hier erstmal Partyportion, ey. Ihr macht die schönen Veggie-Burger. Die richtige Frage dazu ist, warum sind die anderen nicht nackt? Das stimmt. Franz, das ist deine Tochter, benimm dich. Ja? Oh, Frau Reiber geht nach Hause, es reicht ihr. Kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Bad Party. Ja, das sind alle seine Kinder. So, hier tappst noch so ein Zwerg durch die Tür. Der ist an der Bar, ist definitiv unser Sohn, Tochter Sohn.
Sagt er? Ton? Hier, spielen wir mit dem, Erben. Spielen wir mit dem Thronsohn. Das ist gut für dich. Nee, das ist Töchterchen, das ist Nadine. Ah, du könntest mich ja hart am Klettergerüst abrandalieren. Ja, guck mal, was der Papa alles hat, ne? Ja, da guckst du. Machst du gut, Sohn. So, guck mal, ich habe jetzt mal hier das erste Mal alle meine Kinder eingeladen. Was hat Franz? Warum ist er so grumpy? Ach, weil er ein alter Mann ist. Hier zum Essen rufen. Marabu, Upa. Krass, ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Leute zu Besuch. Oh, shit. Dominik Niesen, mit dem sind wir auch verwandt. Der gehört auch hier zur Truppe. Die neue Mutti lässt den jetzt mal rein. Das muss einer unserer ersten gewesen sein. Und der schiebt einfach mal das. Franz ist vorm Fernseher, wie sich das gehört mit. Da kann er jemand mit seinen anderen Kindern bonden, Oh Gott. Das sind so viele Kinder! Dann verpissen sich die Väter und haben Luxuswohnung mit Pool und so. So, das wollte mein Telefon jetzt eben eigentlich. Ja, habe ich es nicht ausgemacht. Ach, cool. Reiche ihm Finger und sie nehmen gleich die ganze Hand voll. Ständig Liebe und Geld und sowas. Oh, der stinkt. Franz, dein Kind ist schmutzig. Und es isst schon wieder alleine Burger. Dafür ist es viel zu klein. Das sind doch klein. Die können doch nicht alleine schon Burger essen. Entschuldigung, was ist mit dir los? Das gute Monte Cristo Sandwich. Nee, du sollst das Kind baden. Da ist es. Nimmst du einfach das da. Wieso hat das Schlafkleidung an? Was sollen denn die anderen Kinder denken? Musch? Franz kennt auch nicht alle seine, aber warte mal, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der auf dem Arm sind 8, hätten wir schon mal gekriegt. Also 8 sind schon mal zu Besuch. Das ist schon mal nicht schlecht, eine gute Quote. Also Ette ist auf jeden Fall... Mann, Mann, Mann. Und die Älteren bleiben noch ein bisschen. Mit denen können wir noch einen Pilz trinken. Das wäre mein Ziel, eine Rundreise durch die Stadt wenigstens mal alle Kinder kennenlernen. Ja, auf jeden Fall. Alarm, Alarm, was ist los, Reiber? Er fragen würde, könnte auch sicher Kinder vom Chat bekommen. Wie hat er das denn so schnell gemacht? So, jetzt muss hier der ganze Dreck erstmal aufgeräumt werden. Mit dir müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden, wie du dich kleidest, Kollege. Okay, du kannst natürlich... Oh nein, jetzt isst er das von seinem kleinen Bruder, das Sandwich. Vielleicht wollte er einen Notfall, oder so. Das ist eine neue Form von Spenden, die du für der Franz da gerade anbietest. Alter, so eine Party ist immer ganz schön aufregend. Was macht denn der Kurze hier? Alter, was machst du da? Der rastet total aus. Die Fremden könnten auch altern, just saying. Ew. Knocking Flover?
Die beiden sind schon süß zusammen. Alter, es ist 11:45. Dem Zwerg muss in dem Bett drinne. Wir haben genug Sprechen geübt. Du hast heute meinen 7 deiner Halbgeschwister kennengelernt. Das war's schon? Was ist in dem Buch? Ein Tentakelmonster, ein süßer Dinosaurier, noch ein Dinosaurier, noch ein Tentakelmonster, eine Prinzessin, eine Langhaarprinzessin. Ninja Frosch, hat er das gerade gesagt? Ninja ist in dem Spiel, der Ninja Frosch. GPI ist im Zug, hey, grüß dich. Guck mal, wir haben ein Kinderzimmer, extra für dich mit Chemielabor. Ja gut, so, jetzt darf Franz auch endlich jetzt. Wie geht's dem Kleinen? Oh, der ist jetzt gealtert. Er ist jetzt mega der süße Fratz. Guck ihn dir an. Schläft er nicht süß? Hier, da ist er. Er ist ein Lama geworden. Ja, das ist das. In dem Kinderbuch kam der Name von Ninja. Ninja Frosch. Ja, wir müssen jetzt morgen. Das ist eine sehr niedliche Invasion der Winzling. Ja, das ist recht, Michael. Ich mich doch nicht so plötzlich. Bist du vor PC eingeschlafen und jemand hat Ninja gesagt. Schnabbeli, wabbeli, wabbeli. Ich kann nebenbei mal kurz gucken. So, ich muss nämlich gerade mal kurz gucken, ob ich morgen los muss. Ich meine nämlich, ich muss relativ früh los. Das ist ein bisschen doof. Boah, ich das hier verchecke, ne? Ihre Reise. Ihre Tickets. Oh, hier sind meine Tickets. Ja. Nein. Sorry, der schläft hier gerade hier, der Kollege. Buchungsbestätigung. Das ist jetzt bestimmt wieder die Rückreise. Nach Jena und bei 5 Stunden Fahrt, ey, du sagst es. Okay. Ja, ich muss halbwegs zeitig raus. Ja, Jena ist von hier echt richtig, richtig ätzend zu erreichen. So, alle schlafen. Was macht Fritz? Fritz sitzt alleine am Tisch und singt mit seinen Elfenohren. Da kommt dann Fritz mit Elfenohren. Mit seinen Elfenohren, die ist der was vor. Da kommt dann Fritz mit Elfenohren. Den Teller räumt er nie auf. Die Sau. Irgendwen habe ich letztens getroffen, der Tut endlich irgendwann mal live gesehen hat. Weh, du machst heute früher Feierabend. Ah, GPI, so lange kann ich echt nicht machen. Ich muss ja morgen tatsächlich echt viel machen. Dafür steht aber in nächster Zeit wieder viel an. Sonntag. Und Montag. Und wann machst du hier Schluss? Wir brauchen klare Ansagen. Kann ich nicht machen. Ich muss gucken, wie ich es schaffe. Wie heißt der kleine? Frenzel. Frenzel Franz. Frenzel Franz. Wieso sind die um 3 Uhr nachts aufgestanden, die Kasper-Frödel? Das war ich. Auch wenn du mich nicht getroffen hast. Und die Band heißt Hagicht. Genau. Aber wer ist denn da nochmal tot, der nicht immun? Morgen gibt's kein Entertainment. Nee, morgen gibt's kein Entertainment. Private Schnürschuh, alte Rakete, hallo. Wir sind viel dumm. Auf Fritz kommt auf, das finde ich schön. Tut nicht im Moon heißt das Lied. Ach, guck mal. Wusste ich bis heute gar nicht. Der hat doch auch so, das Video ist doch, wo er auf diesem, auf der Moffa sitzt, ne? Mit diesem. Was macht ihr beiden? Guckt euch Flirty an oder was?
Also ich muss ja sagen, von all unseren Frauen ist das ja wirklich mit Abstand die hübscheste, ne? Also, komischer Satz. Fritz in seiner Alien-Gestalt, Warum ist denn Mutti... Mutti, leg dich doch auch noch mal kurz schlafen, komm. Ist doch gut. Hat doch keinen Wert, so früh aufzustehen. Ich würde aber sagen, Franz nimmt sich mal frei. Wer weiß, wie lange der noch hat, ne? Ganz schlecht auf dem Moffa mit Billing Greenscreen, genau das war's. Und in so Warnwesten, ne? Piep, piep, piep. Ich würde nämlich sagen, wir könnten dann auch hier noch mal ein bisschen techtelmechteln. Was gefällt dir an ihr so gut? Ich frage für eine Freundin. Ich bin schon Fan von dunklen Haaren, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich keine habe. Er ist doch top ausgeschlafen, der Kollege. Warum pennt er denn noch? Aha! So stehe ich jetzt auch immer auf. Aha! Wohlbehubt ist sie. Hat er damals selbst gesagt. Ja, wohlbehubt ist natürlich auch nicht schlecht. Das stimmt. Wer mag denn keine Brüste? Brüste sind eine großartige Erfindung. Moment. Das könnten Kinder von uns sein. Max Villarreal. Nein, das ist nicht unser Sohn. Und Maurice Völl. Wer bist du denn? Wolfgang Munch. Aber... Maurice Völl könnte Fritzens Sohn sein. Ha! Ich habe Fritzens Sohn auf der Straße gefunden. Schläft Fritz gerade? Nee, der schwimmt. Fritz! Kümmere dich mal um deinen Sohn. Wer bist du denn? Bruno Palm. Alle sind pro Brüste im Chat, das finde ich gut. Marschen lässt sich selbst welche wachsen. Nur der Bauch hat noch Vorsprung, aber das Klamüse sah ich noch aus. Yo, Girlfriend! Farbo Sabe? Komm, ich zeig dir mal was im Schrank. Sweat Game. Ah, das war eine schöne Umschreibung, der Sweat Game. Werden Brüstefotos auch auf Discord hochgeladen? Boah, wer mag denn bitte keine Brüste? Ja, sag ich ja. Ein Allgemeinplatz, da kann man eigentlich relativ wenig falsch mitmachen. Jetzt hast du mit deinem Sohn gequatscht? Ich muss gehen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast einmal kurz nach der Schule gefragt, jetzt bist du wieder fein raus, du Schelm. Oh, Fritz räumt wirklich, sehr gut. Fritz muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. So, Franz kann sich heute erstmal frei nehmen, was halten wir denn davon? Wieso kann er sich nicht frei nehmen? Hat er frei? Nee, der muss mal lochen, aber warum kann er sich nicht Urlaub nehmen? Krank melden, obwohl gesund? Aufhören, Job kündigen, Job suchen. Warum kann er sich keinen Urlaub nehmen? Jabberhorn. Wer soll denn das Kind erziehen? Wer soll unseren Erben versorgen, wenn wir alle zur Arbeit drinnen müssen? Was ist das? Nein, Franz, kümmere dich mal. Gina, ist gut jetzt. Ich bin jetzt bodenständig. Immer hier lecker Monte Cristo Sandwich noch vor der Arbeit. Oh shit, man muss da hin? 10. Okay.
ich Zugriff auf deine Brüste zur Aufmunterung. Eieieiei. Schon wieder Liebe im Chat. Wenn alle weg sind, kommt die Tagesmode. Ja, das kennen wir schon. Frau Reiber möchte rumkommen und abhängen. Ja, komm rum. Ich bin noch 20 Minuten hier. Stell dich mal freundlich vor. Sei mal nett zur Nachbarin. Klasse Anmachung. Hat Franz für Leute noch was zu essen kriegt? Oh oh. Stopp, stopp, stopp! Ja! Ja, oh nein! Nee, Anne geht alleine los. Franz soll sich auf jeden Fall eine Portion davon einstecken. Steck die ein! Nein, nehmen! Nimm das mit, du Quatschkopf! Und warum gehst du nicht zur Arbeit? Oder ist er noch in Elternzeit? In Elternzeit! Ha, da steht's doch! War neulich im Aufzug, kam eine Frau mit zwei großen Brüsten rein und meinte, ich soll doch mal die zwei drücken. War auch nicht richtig. Du Schelm. Ey, was ist mit dem Zwerg los? Guten Morgen. Was haben wir denn? Er kann Joghurt frühstücken, das ist gut für den. Ja, Frau Reiber findet den kleinen Frenzel aber auch ganz nett. Was passiert denn hier im Chat? Witziger ist, wie hier die Zahlen schwanken. Irgendwas stimmt heute mit Twitch nicht. Dag, dag. Dag, dag. So, du isst jetzt schön deinen Joghurt und machst dabei keine Sauerei. Ja. Nicht mit der Hand, du Wurstgesicht. Na gut, er hat auch keinen Löffel. Was soll er machen? Ah, oh, fair enough. Amber Boo? Ampanaba? Quinarb. Afflin Wadida. Ich bin ja nicht bei Franz schon zu viel, aber mehr darf ich hier nicht. Entschuldigung. Was sieht denn hier? Wir reden ein bisschen über Dinge. Heute ist Freaky Friday! Ja, freaky, freaky, ey. Mufasa! Oha, die YouTube-Folge ist mal wieder zu Ende, liebe Kinder. Was ist denn in der passiert? Das war nicht Kinderzimmer, das war... Ach, das war Kinderparty, ey. Kinderparty... 8 von 14.